Herzlich willkommen zum nächsten Video unseres Partnerprogramms für die CBO Mastery 2020. Wir werden dir jetzt einmal komplett erklären, wie wir das Ganze organisch gelauncht haben. Das heißt, das wird Erik einmal machen. Er wird dir einmal erklären, was haben wir organisch gemacht, um schon innerhalb von einer Woche einen fünfstelligen Betrag zu verdienen, ohne einen einzigen Cent in Ads zu stecken, obwohl wir ein Ads-Programm bewerben, aber wir wollten erstmal organisch das Ganze launchen. Und was wir da gemacht haben und was du daraus lernen kannst. Und dann werde ich dir darüber hinaus erklären, wie ich organisch immer Affiliate-Programme genutzt habe, um eben Affiliate-Provisionen zu verdienen an Launches von diversen Leuten. Und was ich da gemacht habe und wie du das ebenfalls machen kannst. Wenn du kompletter Anfänger bist, noch gar keine Ahnung hast oder, sage ich mal, schon ein bisschen Geld mit Affiliate-Marketing verdient hast, dann wirst du hier bestimmt eine ganze Menge Neues dazulernen. Wenn du schon absoluter Profi bist, der schon 1000 Launches gemacht hat und einen Haufen Affiliate-Programme beworben hat, dann ist eher das nächste Video das Spannendere für dich, wo wir dir dann zeigen, was wir machen würden, wenn wir bezahlte Werbung nutzen. In dem Fall. Genau. Erik, kurz zum Launch. Was haben wir gemacht? Wie lief der ab? Was haben wir da organisch gemacht? Was war das Ziel dahinter? Und dann können wir rübergehen, sage ich mal, in den nächsten Part. Okay, ja, sehr, sehr cool. Also erstmal auch noch von mir herzlich willkommen zu dem Video. Schön, dass du mit dabei bist. Ich muss mich jetzt schauen, dass ich mir ein bisschen kurz halte, wenn ich über sowas anfange zu erzählen, dann rede ich meistens 3 Stunden über Marktstufen und sonst was. Ich habe mir jetzt ganz bewusst kurz, was haben wir eigentlich gemacht, überlegt, okay, es gibt da draußen echt schon viele Facebook-Kurse. Deswegen macht es jetzt für uns wenig Sinn, direkt irgendwie reinzugehen. Okay, hier Ads schalten, hier Facebook-Kurs. Es würde auch funktionieren, ja, aber macht wenig Sinn. Was haben wir stattdessen gemacht? Stattdessen haben wir wirklich Content for free rausgegeben. Wir haben YouTube-Videos bei Nico hochgeladen. Dann haben wir wirklich jetzt echt Content for free rausgekommen. Wir haben wirklich mittlerweile 4 Videos, die gehen jeweils mindestens 20 Minuten. Ich glaube, 2 über 30 und 1 über 40 Minuten, glaube ich. Ne? Also es ist wirklich echte Content-Brecher mit dabei, wo einfach wir wirklich Nico und ich wirklich raus haben, was machen wir wirklich. So, das ist, glaube ich, was ganz, ganz viele extrem cool fanden, dass wir wirklich zeigen, hey, schau mal, wir können dir nicht nur am Whiteboard zeigen, wie du irgendwie Kampagnen machst. Nee, wir zeigen es dir in einem echten Ad-Account und nichts Werbeanzeigen, sagen, hey, das sind die Zahlen von Nick, das macht er gerade, das schiebt er gerade an Umsatz, wir optimieren die live, gehen da rein, viel harte Content-Videos gemacht und haben dann im letzten Content-Video den ersten Link erst platziert. Das heißt, vorher gab es gar keinen Link. Wir haben die Videos rausgehauen, ich glaube Montag eins, ich glaube Mittwoch eins, dann Freitag war, glaube ich, Launch, gell? Ja. Ne, also es gibt quasi einmal ein Video Montag, da war, okay, wer bin ich, was mache ich, wieso bin ich hier und sollst du mir zuhören? Eins am Mittwoch, wo wir wirklich einen Hardcore-Deep-Dive machen, eins am Freitag, und dann Freitag war ich der erste. Ja, ich sag mal Pitch, auch kein harter Pitch, nur hey, hier ist ein Link, ist cool, schau es dir mal an. Und es war genau das halt, was jetzt wirklich für geführt hat, dass wirklich in den ersten 7 Tagen ein 5-stelliger Betrag da ist, dass halt wirklich wir nicht hart pitchen, hey, Facebook-Kurs hier, kauf den Mist, sondern hey, es ist wirklich for free Content, wenn du noch mehr haben willst, schau es dir an, wenn nicht, ist auch vollkommen okay. Das war genau das, was von Leuten wirklich funktioniert und das ist auch dein Vorteil, weil unsere Seiten, auf die du ja deine Links eben schicken wirst, sind genauso aufgebaut. In den Seiten selbst steht echt schon Content drin, den Leute wahrscheinlich ziemlich cool finden, deswegen kaufen. Wir haben gerade in letzter Zeit ganz genau auf die Rückmeldung bekommen, Leute mussten sich durch den Upsell-Funnel durchklicken, sie konnten gar nicht anders. Und einfach nur, weil die ganze Copy so geil war, Leute mussten es wirklich machen. Und das willst du eigentlich erzeugen, das haben wir gemacht. Das heißt, erstmal grundlegend, okay, Content rauskauen. 4 Content-Videos und haben dann Leute halt quasi in eine E-Mail-Liste reingeholt, beziehungsweise auch bestehende E-Mail-Listen schon mal genommen. Das heißt, wenn du eine E-Mail-Listen hast, kriegst du natürlich auch von uns 1:1 E-Mail-Vorlagen. Und haben einfach E-Mails rausgeschickt, aber auch nicht wirklich viele. Ne? Es kam, glaube ich, zu jeweils einem YouTube-Video jeweils eine Mail und dann kamen irgendwie 2, 3, wo drin steht, hey, hier ist ein Link zu CBO Mastery. Also es ist wirklich nicht Hardcore-Pitch, sondern wirklich ganz entspannt, subtil 1, 2, 3 Mails rausgeschickt und mehr war das eigentlich gar nicht. Und dann haben wir angefangen, einfach leicht, jetzt vor 1, 2 Tagen erst, langsam aber sicher wirklich Retargeting anzufangen. Das heißt, mit 10, 15 Euro am Tag Retargeting ganz entspannt. Machen noch gar nicht viel und es ist schon 5 Stunden nach einer Woche. Und das ist halt, was dabei rauskommt, wenn du anfängst, Leuten wirklich Content zu geben und nicht nur zu verkaufen, sondern hey, schau mal, hier hast du Mehrwert, nimm's, setz es um, wenn du noch mehr willst, hier ist ein Kurs. Das haben wir gesagt. So ist es, genau. Also das heißt im Endeffekt, was du daraus lernen kannst, ist, dass du mit kostenlosen Inhalten, die du teilst zu bestimmten Sachen, Neugierde bei Menschen erzeugst, ihnen zeigst, dass du Ahnung davon hast oder dass du gerade anfängst, dir Wissen dazu anzueignen und Menschen, die sich ebenfalls dafür interessieren, neugierig werden und mehr wissen möchten. So,
Und du bist in der deutlich besseren Position als wir, weil wir wollen natürlich unseren Kurs verkaufen. Du bist nur ein Empfehlungsgeber in dem Sinne. Das heißt, du hast die Macht der dritten Person. Ja, man sagt im Englischen auch Third Party Endorsement in dem Sinne. Also das heißt, eine dritte Person empfiehlt etwas weiter, dass das viel mehr Macht hat, als wenn es jetzt die Person direkt, die das verkaufen will, weiterempfiehlt bzw. zeigt. Das heißt, denk erstmal an alle Menschen, die du kennst, mit denen du über das Thema Facebook-Ads geredet hast, CBO-Kampagnen geredet hast und die ganzen anderen Sachen, wo sie gesagt haben, sie wollen gern mehr dazu lernen. Und wenn du unser Programm schon gekauft hast, dann weißt du ja, dass da eine ganze Menge Content drin ist. Das heißt, du kannst auch wirklich eine ehrliche Rezension geben und den Menschen, mit denen du darüber geredet hast, wirklich sagen, hey, hier habe ich ein Programm gekauft, ich habe das da dort gelernt, ich kann dir empfehlen, es ebenfalls zu kaufen. Oder eben, selbst wenn du es nicht gekauft hast, wenn dich jemand darauf angesprochen hat oder du mit jemandem darüber geredet hast, wenn es ums Thema CBO-Kampagnen geht, ja, wie man die richtig schaltet oder wie man generell richtig profitabel auch skaliert oder auch selbst nur den Anfang überhaupt aufbaut und schafft. Also das ist auch ein anfängerfreundlicher Kurs. Wir führen da wirklich jeden Schritt für Schritt durch, dass du sagst, schau mal, ich kann dir dabei nicht helfen, ich bin nicht der Profi darin, aber ich habe einen Kurs gesehen, der genau das zeigt und den kannst du dir sogar relativ günstig leisten, ja, für 97 Euro gerade und schickst denen den Link dazu. Das heißt, dadurch, dass du es gesagt hast und weiterempfohlen hast, egal ob du es jetzt gekauft hast oder nicht, hat das schon mal eine ganze Menge Wirkung. Das heißt, das kannst du manuell machen, entweder ob du jetzt bei den Link bei Facebook rausschickst, bei Instagram oder bei WhatsApp rausschickst oder bei Telegram zum Beispiel, ja. Was ich dann immer ganz gerne mache, ist dadurch, dass ich eine E-Mail-Liste habe, egal ob in der Liste nur 100 Leute sind oder ob da 20.000 Menschen drin sind, du solltest eine E-Mail rausschicken an die Leute. Und das ist auch das, was ich immer mache. Das bedeutet, wenn du eine große Liste hast, das heißt mindestens 1.000 Leute und du würdest gerne eine E-Mail rausschicken, dann haben wir E-Mail-Vorlagen für dich. Das heißt, du kannst eins zu eins diese E-Mail-Vorlagen nehmen und dann deine Liste beispielsweise rausschicken, weil wir wissen, dass diese E-Mail-Vorlagen konvertieren, weil wir sie selber getestet haben und an Empfehlungsgeber, also an die Leute, die an unserem Partnerprogramm teilnehmen, an Affiliates angepasst haben. Das heißt, die kannst du einfach rausschicken. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Copy-Paste, deinen Link austauschen und rausschicken. Das ist genau das, was ich immer gemacht habe, weil entweder bespielst du deine Liste nicht oder du bespielst sie und verdienst Geld. So. Das heißt also, wenn du eh gerade nicht weißt, was du rausschicken willst oder wenn du eh eine E-Mail rausschickst zum Beispiel, kannst du auch unten ins PS machen, hey PS, ich habe hier einen neuen Facebook-Kurs gefunden, ich glaube, der könnte dir auch helfen und dann deinen Link platzieren. Weil es geht im Endeffekt nur darum, dass Leute, die Bedarf haben oder selbst wenn sie keinen Bedarf haben, auf den Link draufklicken, auf der Seite landen und dann sich alles durchlesen und wir wissen, was wir machen müssen, damit sie es sich durchlesen und am Ende werden sie verstehen, warum sie es brauchen und werden es dann kaufen. Das heißt also, wenn du eine E-Mail-Liste hast, schick eine E-Mail raus, nutze unsere E-Mail-Vorlagen beispielsweise. Der erste Schritt war, überlege, mit wem hast du darüber geredet, wer könnte daran Interesse haben und dann weist sie darauf hin, dass es da einen neuen Kurs gibt und schick denen deinen Link. Zweiter Schritt, E-Mail-Liste. Dritter Schritt war bei mir immer, ich habe meine Facebook-Gruppen genutzt. Ich habe Facebook-Gruppen mit 50 Leuten, ich habe Facebook-Gruppen mit über 2000 Leuten. Und was ich immer gemacht habe, ist eine ehrliche Rezension zu schreiben oder einen ehrlichen Beitrag oder was, wenn ich das Programm noch nicht gekauft habe, was ich von der Person halte, die das Programm beispielsweise erstellt hat, ja, oder diesen Kurs oder die Dienstleistung, was ich davon halte, warum ich das Ganze nutze oder warum ich es nutzen würde, warum ich diese Person empfehle. Das heißt also im Prinzip wirklich eine ehrliche Rezension, die aber auch gut geschrieben ist. Und die dann einfach in meine Facebook-Gruppen zu posten mit dem Affiliate-Link. Und das hat immer für Verkäufe gesorgt, egal was ich beworben habe, ob es Software war, Dienstleistung war, ob es Webinare waren, weil ich habe es beworben, hunderte Leute haben es gesehen und ein, zwei, drei Stück davon wollen immer kaufen. Ja? Und wenn du natürlich mehr Leute hast, werden es mehr Leute sein, die kaufen wollen, aber im Endeffekt nutzt Gruppen. Wenn du keine eigenen Gruppen hast, dann kannst du in Gruppen reingehen und beispielsweise gucken, okay, was wird dort gerade kommuniziert in den Gruppen? Und ganz oft gibt es in Gruppen die Frage, hey, was ist der beste Kurs dafür? Was ist der beste Kurs dafür? Was ist der beste Kurs dafür? Und da kannst du dann einfach sagen, hey, die CBO Mastery von Erik und Nick finde ich super. Ja, da habe ich eine ganze Menge gelernt und das ist sage ich mal, hat einen deutlich niedrigeren Preis als die ganzen anderen Coachings oder die ganzen anderen Kurse und kannst deinen Link platzieren, wenn du den Link platzieren darfst in dieser Gruppe. Wenn nicht, dann kannst du einfach zu den Leuten sagen, hey, wenn du mehr wissen willst, kannst du mir eine private Nachricht schreiben oder du schreibst den Leuten, die gefragt haben, selber eine private Nachricht. Gucken, wo ist gerade der Bedarf da? Das habe ich immer gemacht. Wo ist der Bedarf da? Die Person anschreiben, sagen, willst du eine Empfehlung dafür? Ja, will ich. Okay, dann schicke ich dir den Link zu, zack. Und dann können die darüber beispielsweise kaufen.
Ich habe immer auf meinen privaten Facebook-Profilen gepostet und auf meinen Facebook-Seiten. Ne? Also nicht nur auf der Seite, sondern auch auf dem privaten Profil, weil ich da die passende Zielgruppe habe und habe meistens das, was ich in meine Gruppen gepostet habe, auch auf meinem privaten Profil immer wieder gepostet gehabt. Und das hat auch nochmal für zusätzlichen Traffic gesorgt. Ich habe Instagram Stories gemacht. Das heißt, ich habe den Link in meiner Bio verändert, weil es kommen immer tausende Leute jede Woche auf dein Profil drauf. Bei dir sind es vielleicht nur ein paar hundert Leute, aber so oder so, die Leute klicken aus Neugierde auf den Link. Sobald sie geklickt haben, sind sie bei uns im Retargeting-Funnel und sie werden auf jeden Fall kaufen. Und dein Cookie ist platziert, du kriegst die Provision. Das heißt, du kannst den Link in deiner Bio bei Instagram beispielsweise austauschen. Das habe ich immer gemacht und dann kannst du Promo machen in deiner Instagram-Story und dann kannst du auch Swipe-Ups machen, wenn du welche hast und wenn nicht, dann verweist du auf den Link in deiner Bio und sagst beispielsweise, hey, hier ist ein neuer Kurs oder das habe ich Neues gelernt dort und dort. Und das ist das Coole. Wenn du, was ich nicht machen würde, wäre rauszugehen und sagen, kauf diesen Kurs, das ist der beste überhaupt, sondern was ich machen würde, ist, hey, schau mal, es gibt dieses Problem und ich habe die Lösung dafür gefunden, die habe ich da gelernt und deshalb kann ich das empfehlen. Oder beispielsweise, hey, ich weiß, dass viele Leute sich für dieses Thema interessieren, ja, oder ich weiß, dass ein paar Leute sich dafür interessieren, ich habe da was Neues entdeckt, ich kann euch das empfehlen. Lieber, sage ich mal, subtil zu machen, als zu sagen, das ist das Beste überhaupt, das musst du kaufen. Du kannst das machen, wenn es für dich und deine Zielgruppe funktioniert, aber denk daran, selbst wenn du keinen Swipe-Up hast, selbst wenn du nicht viele Follower hast, es reichen wirklich, du zahlst ja nichts dafür, selbst wenn du den Link nur platzierst, irgendwo, irgendwann wird er geklickt. Die Leute sind im Retargeting, sie verstehen es dann irgendwann und sie werden kaufen und du kriegst Provision. Und das ist geschenktes Geld. Das heißt, nutze die Chance, den Link überall zu platzieren, wo du ihn platzieren kannst und darauf hinzuweisen, beispielsweise per Instagram-Story. So habe ich das immer wieder gemacht. Und dann haben mich auch viele angeschrieben und gefragt, taugt das was? Ist das gut? Funktioniert das wirklich? Ja, funktioniert. Ja, das ist gut. Ja, ich habe es getestet, wenn es der Fall ist, eine ehrliche Rezension geben. Und dann den Link nochmal zuschicken an die Leute. Na, und du kannst denen auch ruhig sagen, hey, das ist ein Affiliate-Link, ich kriege Provision dafür. Na? Und ja, wenn du es sagen willst, wenn nicht, nicht. Du kannst den Link ja auch maskieren. Also das heißt, du kannst ihn mit Bitly maskieren, du kannst ihn mit Convert-Link maskieren. Ich werde dazu noch, sage ich mal, ein paar Tools in die Beschreibung packen, die du nutzen kannst. Bei Convert-Link kannst du auch dein Pixel platzieren. Das heißt, alle Leute, die draufklicken, werden bei Facebook mit dem Pixel getrackt, auch wenn sie auf den Convert-Link draufklicken. Und werden dann weitergeleitet über deinen Affiliate-Link. Das heißt, du kriegst deine Provision und kannst die Leute tracken. Das ist super genial. Es gibt noch Genius-URL. Es gibt tausende Möglichkeiten, den Link zu maskieren, damit niemand sieht, dass es ein Affiliate-Link ist, wenn du nicht willst, dass die Leute es beispielsweise wissen. So, und das sind die organischen Möglichkeiten, die du hast. Du kannst das auf deinem Blog platzieren mit einer ehrlichen Rezension. Das macht beispielsweise Digishop24 immer sehr gut. Bonuskiste macht das sehr gut. Ich weiß nicht, Erik, fallen dir noch ein paar gute Blogs ein, die das machen beispielsweise? Es gibt ja, ganz viele, aber sind so die größten. Es gibt noch recht viele. Es gibt noch Kursempfehlungen. Ich glaube, Kurs24, also es gibt, die heißen eigentlich alle ähnlich, die machen aber alle sehr, sehr, sehr gutes Zeug. Vielleicht kurze Anekdote zum Thema, warum funktioniert eigentlich Affiliate-Marketing? Warum hast du einen riesen Vorteil? Ich musste immer kurz wieder zurückverweisen auf UW. Also wir hatten ja quasi das größte Webinar-Projekt im Dachraum. Das heißt, wir wissen, wie Webinare gehen und trotzdem machen wir teilweise Webinare ganz bewusst für Affiliate-Sachen. Nicht, weil wir keine eigenen Sachen aufbauen können. Einfach weil, sagen wir, dieser Hebel von ich empfehle jemand weiter ist viel, 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 viel stärker, als wenn ich sage, hey, ich bin der Geilste. Wenn ich sage, der Typ ist absolut der Geilste, dann ist das eigentlich genau das Gleiche, weil ich verdiene dran mit, aber der Hebel ist ein ganz anderer. Simples Beispiel, stell dir vor, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe, ich habe ein eigenes Buch, und ich komme zu denen und sage, ey, schau mal, das ist mein neues Buch, das ist total geil, hol dir das bitte mal. Denkst du, ja, der will sein scheiß Buch loswerden, that's it. Aber wenn jetzt einer deiner besten Freunde zu dir kommt und sagt, hey Mann, schau mal, ich habe mir das Buch letztes Mal geholt, ne? Extrem geil, der zeigt das und das. Also wenn du ein schönes Buch holen willst, hol dir mal das Buch. Das holst du dir doch viel, viel eher, als wenn ich das zu dir sage, oder? Und genau das ist halt die Macht, was Affiliate-Marketing wirklich ist. Viele sagen auch, Affiliate-Marketing ist tot, bla bla bla. Ja, das sind halt auch die, die Marketing nicht wirklich ganz verstanden haben. Und das ist halt der Grund, warum du halt von uns wirklich halt einmal hier Videos kriegst, okay, organisch und paid, also mit Anzeigen, warum du von uns wirklich Materialien kriegst, sei es jetzt E-Mails, sei es wirklich 1:1 Ads, die wir selbst schalten würden, Zielgruppen, bla 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 bla, das ganze Kram kriegst du alles von uns, kriegst Preise on top. Und das ist wirklich der Hebel von Affiliate-Marketing. Jemanden empfehlen, ohne dass das als zu pushy, also zu, ich sag mal, schmieriger Gebrauchtwagenverkäufer rüberkommt, sagen, hey, schau mal, das ist echt cool, wenn du Bock hast, schau mal rein, das wirkt viel, viel besser als, hey, mein Kurs, kauf jetzt meinen Kurs. Das ist ein extrem krasser Hebel. So ist es, genau. Das dazu. Das heißt, überall, wo Menschen dich und deine ehrliche Rezension finden und sehen können und dann basierend darauf auf den Link draufklicken,
hast du, sage ich mal, eine Plattform, auf der du auf jeden Fall Werbung machen solltest. Ob es deine Webseite und dein Blog ist, ob du es in einem Podcast erwähnst, ob du sogar ein YouTube-Video dazu machst, wo du beispielsweise reingehst in den Kurs, dir die Inhalte anguckst und ähnliche Sachen. Da überall, wo du Reichweite hast und Menschen findest, die sich für dieses Thema interessieren könnten, und glaub mir, es gibt mehr, die sich dafür interessieren, als du wahrscheinlich denkst, da solltest du einen Beitrag platzieren mit dem Link dazu und dann läuft die Party eigentlich von selbst. Wenn du natürlich schon Profi bist, dann weißt du selber, wie der Hase läuft. Dann brauchen wir dir nicht erklären, was du zu tun hast, sondern du machst es selber. Aber wenn du Anfänger bist, dann hast du diese Möglichkeiten. Manuell nach Menschen suchen, die sich dafür interessieren könnten, sie anschreiben, ja, oder wenn du sogar Freunde, Bekannte hast oder ähnliches, dann mit ihnen darüber sprechen, ihnen die Empfehlung aussprechen und den Link verschicken. Die zweite Sache ist, an die E-Mail-Liste verschicken, wenn man eine E-Mail-Liste hat. Die dritte Sache ist in dem Sinne, ne, auf Instagram posten, in der Story erwähnen, den Link in die Bio machen, es in Podcast erwähnen, es in Facebook-Gruppen zu posten, die dir selber gehören, oder Leute aus Facebook-Gruppen anzuschreiben und ihnen den Link beispielsweise zu schicken. Wichtig ist dabei bitte kein Spam, ja, weil das fällt nachher auf dich zurück und es fällt auf uns zurück. Das heißt wirklich nur ehrliche, ernst gemeinte Empfehlungen und schlaue, kluge Strategien, die Menschen nicht auf den Geist gehen, sondern ihnen helfen, wenn eine Lösung zu finden, wenn sie wirklich ein Problem haben. Und dann hat jeder was davon, weil wir haben was davon, denn wir haben einen neuen Menschen glücklich gemacht, ja, und Geld verdient. Du hast was davon, weil du hast den Großteil des Geldes verdient tatsächlich. Und die Person, die gekauft hat, ist auch glücklich, weil sie hat eine Lösung für ihr Problem gefunden. Das heißt, das ist eine Win-Win-Win-Situation in dem Sinne. Ja? Und wie gesagt, dann halt, top, nicht zu vergessen. Genau, die Preise und top noch nicht vergessen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, ja, du kannst eine YouTube-Rezension machen. Du kannst es in einem YouTube-Video einfach nur erwähnen. Habe ich auch ganz oft gemacht. Hey, ja, ganz oft, wenn ich Leute gucken sich meine Videos an, und in meinen Videos schaffe ich ganz oft Referenzen zu Kursen, zu Programmen, zu Büchern, zu Seminaren, die ich mal besucht habe. Und das mache ich einfach nur, um zu erklären, woher ich beispielsweise manche Annahmen habe, auf denen ich dieses Video oder diesen Podcast aufbaue. Und dann gibt es ganz oft Leute, die sagen zu mir, hey Nick, ich habe das angehört und dann bin ich direkt auf den YouTube-Kanal von dem, oder ich habe direkt den Kurs gekauft von dem, und dann denke ich mir ganz oft, boah, scheiße, warum habe ich keinen Affiliate-Link platziert gehabt? Aber allein sowas reicht aus, weil wenn Leute dir aufmerksam zuhören oder aufmerksam lesen, dann folgen sie deiner Empfehlung, weil sie dir vertrauen und denken, wow, das ist wirklich cool. Wirklich ein ehrliches Feedback ist nicht so, hey, schau mal, ich habe hier einen geilen Kurs gekauft, den musst du jetzt kaufen. Das ist einfach beiläufig, hey, schau mal, übrigens, ich habe übrigens das coole Wissen, habe ich da und daher, aber der zur Seite weitergemacht. Leute hören das, das ist ja so unterschwellig. Leute hören das und kaufen dir das viel eher ab und kaufen dann auch sehr, sehr, sehr gerne über den Link. Und die sind auch nicht böse, wenn du sagst, schau mal, ich verdiene daran mit. Je ehrlicher du das Ganze auch wirklich sagen willst, wenn du es machen willst, ja, das ist einfach ehrlich, das ist transparent, das sind wir hier nämlich auch. Und das zieht am allerbesten. Ehrlichkeit, Transparenz zieht immer. Und das ist halt das Coole, weil ich beispielsweise verdiene auch jeden Monat tausende Euros mit Affiliate-Marketing, weil ich einfach Links mal irgendwann platziert habe. Ich verdiene teilweise noch an Programmen mit, von Produkten, die ich 2017 irgendwo mal erwähnt habe oder mal gepostet habe, weil Leute über diesen Post oder über dieses Video oder über diesen Podcast stolpern. Das heißt, das ist wirklich auch langfristig sehr, sehr wertvoll für dich definitiv, ja. Und das ist halt einfach das Coole, weil ich kann mich noch erinnern, das war 2018, da gab es einen neuen Launch von einer neuen Software und die haben um 19 Uhr ein Webinar gemacht. Und ich habe dann gedacht, okay, komm, ich mache noch schnell ein Posting und habe dann um 16 Uhr auf Facebook einen Post gemacht und eine Instagram-Story, wo ich den Link zu diesem Webinar platziert habe. Dort wurde eine Software für 500 Euro verkauft. Ich bin bevor ich schlafen gegangen bin, gab es 3 Verkäufe und ich hatte 60% Provision gehabt. Das heißt, ich habe fast 1.000 Euro verdient, nur mit einer Insta-Story und einem Facebook-Post, in dem ich dieses Webinar beworben habe, wo ich kurz in der Couch in der Sonne saß und mir gedacht habe, komm, ich tippe schnell den Post, weil ich die Leute kenne, die die Software beworben haben und wusste, was die Software kann. Habe gedacht, komm, mache ich mal. Und das ist halt das Coole daran. Ich musste das Webinar nicht selber machen. Ich musste das Produkt nicht ausliefern, nichts. Ich habe einfach nur einen Post gemacht. Die passenden Leute haben es gesehen, die es gebraucht haben, haben das Webinar angeguckt und direkt gekauft. So, das zum organischen Part. Jetzt hast du noch mal ein paar Ideenvorlagen, findest du ebenfalls wieder auf der Seite. Und im nächsten Video zeigt dir dann Erik, wie du mit Google und mit Facebook, mit Ads dementsprechend den Kurs und unser Programm bewerben kannst, um da ebenfalls wieder fett abzusahnen. So, Erik, von dir noch was? Nee, ich bin durch. Also ich würde auf jeden Fall das Video am Freitag mal entspannt nochmal anschauen. Da gibt es wirklich Strategien. Okay, wie schalte ich Google Search Werbung zum Beispiel? Da gibt es wirklich kaum Konkurrenz. Oder wie schalte ich Google Display? Wie schalte ich Facebook?
gehen wir nochmal tiefer drauf ein. Ansonsten, ja, ich hoffe, du hast gut mitgeschrieben und wir sehen uns dann am Freitag im Video. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut.